Ihr fragt euch, was diese Bilder miteinander zu tun haben? Vielleicht gibt's die Antwort jetzt. Ja, gibt es. Bei Verletzungen hilft es, wenn man auf die Wunde pustet. Auf eine frische Wunde zu pusten ist ungefähr so, als würdet ihr euch freiwillig von einem Komodowaran beißen lassen. Falls ihr nicht wisst, was ein Komodowaran ist, das ist die größte Echsenart der Welt, die mit einem einzigen Biss ganze Wasserbüffel und Pferde töten kann. In ihrem Maul sind nämlich Giftdrüsen und ganz viele tödliche Bakterien. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, wenn ich die menschliche Mundflora mit der von Komodowaran vergleiche. Ich will euch aber nur klar machen, dass es alles andere als gut ist, auf die Wunde zu pusten. In unserem Mund sind nämlich Milliarden von Bakterien, Pilzen und Viren. Milliarden. Wenn ihr die auf eine Wunde pustet, dann können die sich da schön ausbreiten und das Ganze kann sich infizieren. Bevor ihr also das nächste Mal pustet, denkt zuerst an... Bei Nasenbluten soll man den Kopf in den Nacken legen. Das wird immer wieder gerne gemacht, stimmt aber leider nicht. Wir können so nämlich nicht überprüfen, wie viel Blut wir verlieren und es kann auch sein, dass uns übel wird, weil das Blut den Rachen lang läuft. Stattdessen sollte man lieber den Kopf leicht nach vorne neigen und das Blut über einer Schüssel oder im Taschentuch aufhängen. Ihr könnt euch auch was Kühles in den Nacken legen und die Nasenflügel fest zusammendrücken. Ein Taschentuch solltet ihr übrigens nicht in die Nase stopfen, damit ihr beim Herausreißen die Wunde nicht wieder neu öffnet. Krummsitzen schadet dem Rücken. Das stimmt. Wenn wir ständig einen Buckel beim Sitzen machen, bekommen wir irgendwann Probleme mit der Wirbelsäule. Genauso ist es aber auch, wenn wir immer nur gerade sitzen. Was? Egal welche Haltung wir einnehmen, wenn wir unsere Wirbelsäule immer nur gleich belasten, bekommen wir auf Dauer Rückenschmerzen und Verspannungen. Deshalb ist es wichtig, die Position regelmäßig zu wechseln. Beim Sitzen sich mal nach vorne und nach hinten zu neigen, aufzustehen, eine Runde zu gehen und wenn es im Zimmer nur auf und ab ist. Eine Leber kann nachwachsen. Oh ja, die Leber ist echt faszinierend. Sie ist das einzige Organ, das sich innerhalb von ein paar Monaten komplett regenerieren kann, wenn ein Teil verletzt oder entfernt worden ist. Bei einer Transplantation zum Beispiel wird mehr als die Hälfte vom Organ entnommen und trotzdem wächst der Rest wieder auf die ursprüngliche Größe an und wird auch wieder genauso funktionsfähig. Eine Sache muss man dabei trotzdem beachten, und zwar die Schnittführung bei der OP. Die Gefäße laufen nämlich nicht bei jedem Organ gleich und auch Größe und Form variieren von Mensch zu Mensch. Fingerknacken macht Arthrose! So nervig Fingerknacken von anderen auch sein mag, es ist nicht schädlich. Zumindest hat das eine kalifornische Studie ergeben, bei der die Gelenke von Fingerknackern versus die von Nicht-Fingerknackern getestet wurden. Und zwar nach dem Fingerknacken. Die Gelenke von den Fingerknackern waren nicht mehr geschwollen und auch die Hände waren nicht schwächer als die von den Nicht-Fingerknackern. Und auch in einem Selbstversuch hat ein Arzt gezeigt, dass er, als er 50 Jahre lang die Finger seiner linken Hand geknackt hat, und zwar zweimal täglich, dass am Ende im Röntgen kein Unterschied zwischen linker und rechter Hand zu sehen war. Trotzdem sollte man nicht ständig die Finger knacken und auf jeden Fall zum Arzt gehen, wenn die Finger von alleine knacken oder wehtun. Das war's mit den heutigen 5 Mythen aus der Medizin. Ich freue mich über eure Kommentare mit Medizinweisheiten, die ihr so kennt, und genauso über euer Like und euer Abo. Denkt dran, der Besuch bei YouTube ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Das Video dient nur der Information und ersetzt keine Behandlung. Bis zum nächsten Mal, eure Florence.